Hey, da bin ich wieder. Ich habe mir gedacht, jetzt nachdem wir ein paar Partikel gemacht haben zur Verbindung von Sätzen, also Konjunktionen, subordinierend oder koordinierend, sollten wir erstmal einen der Themenabschnitte zu Ende bringen, die wir vorher schon angeschnitten haben, und zwar modale Verbalsuffixe bzw. Verbalsuffixe der Vermutung. Und uns fehlen noch drei Stück: Ramu, Kemu und Meri, von denen ich aber nur zwei Stück besprechen möchte, nämlich Ramu und Kemu, weil Meri doch relativ selten vorkommt und ich das jetzt für den Grundkurs nicht unbedingt für notwendig erachte. Ich habe dazu ein Gedicht ausgewählt aus dem Shinkokinshu von Fujiwara no Ienaga. Der lebt in der Übergangszeit zwischen der Heian-Zeit und der Kamakura-Zeit. Und das ist ein Reisegedicht, Nummer 956 ist es, glaube ich, 10. Kapitel aus dem Shinkokinshu. Mit Ramu verhält sich das so, dass es an die Shushiki angeschlossen wird bei allen Verbklassen, und es hat zwei Funktionen oder zwei Bedeutungen. Die erste ist, dass es auftritt, wenn man eine Vermutung anstellt über etwas in der Gegenwart, das aber außerhalb der Wahrnehmung des Vermutungsäußernden liegt. Das ist auch hier in diesem Beispielsatz der Fall. Und ich fand das Ganze plakativ, weil es hier um eine Landschaftsbeschreibung und um ein, naja, sagen wir mal, Wetterphänomen oder astronomisches Phänomen geht, wo man sich halt durchaus ausmalen kann, dass es erstens mal auf die Gegenwart bezogen ist und auch wirklich außerhalb der Wahrnehmung des Sprechers liegt. Deswegen ist das Gedicht eigentlich ganz gut. Die zweite Anwendung für Ramu ist, dass es eine Vermutung über einen Grund oder eine Ursache anstellt oder dafür genutzt wird, um halt über eine Ursache oder einen Grund eine Vermutung anzustellen. Das wäre der zweite Beispielsatz zu dem Thema. Aber hier geht es halt um etwas gegenwartsbezogen und außerhalb des Wahrnehmungsbereichs des Sprechers. Gut, ich lese es am besten einfach mal vor. Kyowamata shiranu no harani yukikurenu izure no yama ka tsuki wa izuranu. Soweit, so gut. Ganz typisches Waka mit 31 Silben. 5, 7, 5, 7, 7 ist die Silbenstruktur. Und ja, wie gesagt, wir müssen halt als erstes mal auf die Verben gucken, weil das ja die wichtigen Bestandteile sind, an denen immer alles hängt. Hier ganz klassisch steht das Verb hinten, nämlich izuranu. Ramu ist unser Verbalsuffix, angeschlossen an die Shushike von Izu, also herauskommen oder herausgehen oder sich irgendwo herausbewegen. Genau, wie wir hier sehen, haben wir hier ein getrübtes Z. Das ist im modernen Japanisch ja nicht mehr gebräuchlich. Wenn man da den Laut S ausdrücken möchte, macht man das ja mit einem getrübten Z. Aber hier ist es ein getrübtes Z. Das ist wieder ein Beispiel für Rikishiteki Kanazukai. Ebenso wie hier oben, Kefu. Heute wird aber Kyo gesprochen, so wie im modernen Japanisch auch Kyo für heute verwendet und gesprochen wird. Nur hier halt auch mit der historischen Kanaschreibung, Rikishiteki Kanazukai, Kefu. Genau. Das nächste Verb, das wir haben, da müssen wir ein bisschen weiter nach vorne gehen, da stellen wir fest, dass wir hier etwas haben. Yukikurenu. Das ist, wie man schon vermuten kann oder sehen kann, zusammengesetzt aus verschiedenen Bestandteilen. Wir haben hier einmal das Nu, das ist unser Verbalsuffix zum Ausdruck des perfektiven Aspektes. Das Joshi Nu steht in der Shushike in diesem Fall. Steht nicht in der Rentaike und bezieht sich irgendwie attributiv auf das, was dahinter kommt. Weil nämlich Nu ja wie ein Shimonidan-Verb flektiert, entsprechend wäre das dann Nuru. Aber das haben wir hier nicht, wir haben hier ganz regulär ein Nu, also wissen wir, dass es die Shushike ist. Perfektiver Aspekt, Aspekt der Abgeschlossenheit. Angeschlossen wird das Ganze an die Renyoke eines Verbs. Hier haben wir eine, die auf eine Silbe mit E endet, und wenn wir da ins Wörterbuch gucken, sehen wir, dass auch dieses insgesamt übrigens ein Verb ist, das aus der Shimonidan-Klasse kommt. Und die haben halt ein E in der Renyoke hinten. Yukikuru bedeutet, dass man geht und es wird dabei Nacht oder es wird dabei dunkel oder die Dämmerung bricht herein.
Das ist seinerseits auch zusammengesetzt, nämlich aus Yuku, gehen, und Kuru, dunkel werden. Wie das bei Verbverbindungen üblich ist, haben wir hier ja auch wieder Yuki, also auch wieder eine Renyoke zur Verbindung der Verben Yuku und Kuru, gehen und dunkel werden. Gut, also Aspekt der Abgeschlossenheit steht an der Renyoke und die Verbverbindung auch mit der Renyoke. Das ist das nächste Verb, was wir haben. Und dann haben wir noch ein Verb, nämlich hier, Shiranu. Das ist ein bisschen schwierig oder speziell. Das ist aber auch gut, weil es eine Wiederholung für uns ist. Das ist schon was Bekanntes. Hier haben wir nämlich auch wieder ein Nu. Es ist aber nicht dasselbe Nu wie an dieser Stelle. Und zwar handelt es sich hierbei, kann sich ja auch nicht um das Nu zum Ausdruck des perfektiven Aspekts handeln, weil es an die Misenke angeschlossen ist, die ja durch den Vokal A angezeigt wird bei Yodan-Doshi, und Shiru, kennen, wissen, ist ja ein Yodan-Doshi. Entsprechend muss es halt irgendwas anderes sein. Wenn wir dann in die Verbtabelle gucken, dann werden wir sehen, dass es nur eine Möglichkeit gibt für ein Nu, das irgendwie an einer Misenke steht, und das ist nämlich die Rentaike von Su, der Negation. Und das ist halt ein bisschen gefährlich, weil sich in diesem Fall dieses Su und das Nu doch eigentlich, sind sich nicht nur ähnlich, sie sind ja identisch. Man muss dann halt wirklich auf den Anschluss gucken, damit man sieht, worum es sich hier gerade handelt und was es gerade sein soll. Das Su selber steht in der Rentaike, weil dahinter ein Substantiv steht, auf das es sich attributiv bezieht, nämlich Nohara, die Ebene oder die Wiese. Gut. Ansonsten darüber hinaus haben wir aber keine Verben, die wir achten müssen. Das heißt also, hier haben wir ein Herauskommen und dann wohl herauskommen, wenn man jetzt die Vermutung schon mal übersetzt. Dann man geht und es wurde dunkel oder es wurde Nacht. Und dann unbekannte Wiese. Okay, soweit so gut. Ansonsten, der Rest sind ja nur noch Vokabelfragen, auf die man dann eingehen müsste. Machen wir es mal kurz und bündig. Wir haben hier Tsuki, den Mond, markiert durch das Jōshiwa als Satzthema. Also der Mond geht wohl auf, alles klar. Und dann Isure, welcher, welche, welches. No Yama, also welcher, welche, welches Berg, welcher Berg. Ka ist eine Partikel zum Ausdruck einer Frage. Und erwähnenswert ist, dass dieses Ka auch eine Kakarimusubi hervorrufende Partikel ist. Entsprechend steht dieses Ramu, obwohl es am Satzende steht, ja nicht mehr Shushike, so wie es sein sollte, sondern der Rentaike. Allerdings ist es bei Ramu so, weil es ein, weil es flektiert wie ein Verb der Verbklasse Yodan-Doshi. Aus der Verbklasse der Yodan-Doshi ist natürlich auch wieder die Shushike und die Rentaike identisch. Und es fällt nicht auf, dass es eine Rentaike ist. Allerdings, wenn man es in der Klausur mal analysieren muss, muss man sagen, das hier ist eine Rentaike wegen der Partikel K. Okay, Nohara, die Wiese, das hatten wir schon. Und dann Kyo, wie im modernen Japanisch auch heute, Mata, wieder. Und war wieder als Themapartikel, beziehungsweise so ein bisschen auch Betonungspartikel. Also. Gut, weil wir jetzt alle Unklarheiten beseitigt haben, kann ich das Ding einfach runter übersetzen. Zum Beispiel, um das Wa zur Betonung auch ein bisschen reinzubringen, so auch heute wieder oder auch heute. Wird es Nacht, während ich, oder bricht die Nacht herein, während ich über eine unbekannte Ebene laufe? Hinter welchem Berg wird wohl der Mond aufgehen? Genau, so kann man das machen. Und natürlich, wenn es ein Reisegedicht ist, da ist jemand halt zu Fuß unterwegs. Damals reiste man natürlich zu Fuß, weil man halt noch kaum andere Mittel und Wege hatte, das zu tun. Und es ist halt, man läuft halt durch unbekanntes Terrain sozusagen und es wird gerade dunkel, während man in so einer Ebene oder auf so einer Ebene ist, die man halt einfach nicht kennt, weil man durch das Gebiet noch nicht gegangen ist und man
ist halt ein bisschen desorientiert und fragt sich jetzt, wo gerade die Nacht hereinbricht, hinter welchem Berg der Mond wohl aufgeht. Man sieht den Mond jetzt noch nicht entsprechend. Ist das irgendwie, wo geht der Mond auf? Der Mond wird ja jetzt irgendwie aufgehen, weil ja jetzt gerade Dämmerung ist, beziehungsweise die Nacht beginnt. Aber er ist noch nicht zu sehen, sodass man sich das noch nicht ausmalen kann. Entsprechend liegt das, über das man eine Vermutung anstellt, außerhalb des eigenen Wahrnehmungsbereiches. Und entsprechend wird halt das Verbalsuffix, das Dodosi Ramu, verwendet. Ja, so viel dazu, das war unser Satz. Und dann suche ich gleich einen Beispielsatz für die Vermutung über einen Grund oder eine Ursache raus. Und dann wär's das mit Ramu auch schon.